Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Schröer und ich möchte Ihnen heute gerne SmartGuide vorstellen. SmartGuide ist eine globale Plattform, die jedes Smartphone in einen persönlichen Reiseführer und somit jeden Touristen in einen Entdecker verwandelt. Die Tourismusindustrie ist eine der Branchen weltweit, die am stärksten von Corona getroffen wurde. Zwar reisen Menschen inzwischen wieder, aber wir müssen uns völlig neuen Herausforderungen stellen, gerade in Bezug auf das gestiegene Sicherheits- und Vertrauensbedürfnis von Touristen. Wie bereiten Sie sich auf die neue Saison vor? Möchten Sie den Tourismus schnell, aber dennoch Covid-sicher neu starten? Eventuell sogar mehr Touristen an weniger besuchte Orte lenken, um Massenansammlungen zu vermeiden? Oder möchten Sie die Aufenthalte Ihrer Besucher im Allgemeinen attraktiver und lohnenswerter gestalten und das bei minimalem Kosten- und Zeitaufwand? SmartGuide ist für Sie da und stellt sich Ihren Herausforderungen. SmartGuide ist eine benutzerfreundliche App mit 500 digitalen Reiseführern. SmartGuide führt Touristen sicher mit Hilfe von Audio und Geolokalisierung, genauso wie ein Live-Guide und das sogar in verschiedenen Sprachen. Die SmartGuide-Nutzer hören während ihrer Touren spannende und unterhaltsame Geschichten und Hintergründe über die Sehenswürdigkeiten, die ihnen beim Vorbeilaufen automatisch abgespielt werden. Und das auch im Offline-Modus. Hat ein Besucher ein iPhone, kann er sich sogar anhand von Augmented Reality navigieren lassen. Und SmartGuide ist sogar optimiert für Indoor-Führungen. Das heißt, eine tolle Alternative zu den teilweise doch eher outdateden Audio-Guides, die man heutzutage noch in einigen Museen findet. Mit SmartGuide können Sie auch Direktnachrichten an Benutzer versenden, um Ihre Sehenswürdigkeiten und Attraktionen anzupreisen, aber auch um zum Beispiel Restaurants in Ihrer Nähe zu empfehlen. Touristen erleben und genießen mehr mit SmartGuide und das vor allem, weil sie sich keiner Reisegruppe mehr anschließen müssen und komplett unabhängig erkunden können und das im eigenen Tempo. Und dabei entscheiden sie selber, wo sie sich wie lange aufhalten möchten. Zusätzlich bekommen unsere User personalisierte Empfehlungen basierend auf ihren Interessen. Und das Beste, anstatt Inhalte bei Erkundungen zu lesen, hören sie einfach über ihr eigenes Smartphone zu. Wir arbeiten bereits mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten, Reisezielen und Reiseveranstaltern auf der Welt zusammen, die ihre Inhalte auf unserer SmartGuide-Plattform hochladen und somit ihre digitalisierten Führer den SmartGuide-Usern zur Verfügung stellen. Es ist schnell und einfach, einen Reiseführer zu erstellen und auch zu veröffentlichen. Und Sie brauchen lediglich die Inhalte in Form von Texten und Bildern der Attraktionen, die Sie in Ihrer Tour oder in Ihrem Rundgang zeigen möchten. Innerhalb kürzester Zeit steht Ihr digitaler Reiseführer den Nutzern zur Verfügung und wird veröffentlicht. Alternativ kann SmartGuide Ihnen auch bei der Inhaltserstellung und Veröffentlichung helfen. Indem Sie unsere professionelle SmartGuide-Plattform nutzen, ersparen Sie sich die Entwicklung und die Wartung einer eigenen App. Sie können Ihren Reiseführer kostenlos anbieten, um auf Ihr Reiseziel oder Ihre Sehenswürdigkeit aufmerksam zu machen, oder auch zum Kauf anbieten als zusätzliche Einnahmequelle. Und wir unterstützen Sie natürlich auch bei der Vermarktung, stellen Ihnen QR-Codes, Poster und Widgets zur Verfügung, die Sie dann auf Ihrer Webseite, Social Media veröffentlichen können oder an Ihren Tourismusbüros aufhängen können, um sicherzustellen, dass Ihr digitaler Guide auch überall sichtbar ist. SmartGuide versorgt Sie außerdem mit hochwertigen Daten, die Ihnen dabei helfen, gezielte Marketingstrategien zu entwickeln. Dabei sind wir GDPR-compliant. Anhand von den Statistiken und Analysen, die wir für Sie erstellen, verstehen Sie endlich, wer Ihre Besucher sind, woher kommen Sie, wo verbringen Sie Ihre Zeit, was finden Sie interessant. Sie müssen sich von daher nicht mehr auf Fragebögen verlassen, wo Touristen Angaben zu ihren Präferenzen machen. Die SmartGuide-App bietet zurzeit über 500 digitale Reiseführer an, die von unseren 300.000 Usern genutzt werden. Neben verschiedenen Destinationen, Reiseveranstaltern und Sehenswürdigkeiten kooperieren wir auch mit verschiedenen Ministerien und Regierungen und das, um einen sicheren Tourismus-Neustart zu unterstützen. Unsere SmartGuide-App steht im Apple und Google Play Store zur Verfügung und wir kümmern uns wirklich um alles. Updates, Wartung und vor allen Dingen auch um den Kundensupport von Endusern, sodass sie sich einzig und allein auf ihren Reiseführer und vor allem auf ihre Touristen konzentrieren können. Ich möchte Ihnen jetzt einige Projekte vorstellen, die wir vor kurzem implementiert haben. Schweiz Tourismus hat zum Beispiel SmartGuide beauftragt, Rundwege und Stadtführer für 24 Schweizer Städte zu veröffentlichen. Besonders stolz sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, für die wir ebenfalls einen Reiseführer erstellt haben. Dieser erzählt Reisenden während der Zugfahrt spannende Geschichten und Hintergründe der Region, durch die sie gerade durchfahren.
In Prag haben wir zusammen mit Prag City Tourism 10 Rundwege veröffentlicht, die Touristen zu interessanten, aber weniger besuchten Sehenswürdigkeiten außerhalb des Stadtzentrums lenken. Dadurch haben wir es geschafft, dass die Besucher 30% der Zeit, die sie normalerweise ja innerhalb der Stadt verbringen, nun an Orten verbringen, die etwas außerhalb gelegen sind. Ein gelungener Tourismus-Neustart zu Covid-Zeiten. In Terezin irrten Besucher durch das ehemalige jüdische Ghetto, ohne genau zu wissen, was sich wo befindet. SmartGuide hat für die gesamte Stadt einen Reiseführer mit allen Sehenswürdigkeiten veröffentlicht. Dadurch hat die Destination an Attraktivität gewonnen und vor allen Dingen mehr Touristen angesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Einblick geben, was wir genau bei SmartGuide machen und wie wir Sie in Ihrem Tourismus-Neustart unterstützen können. Ich würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören. Bis bald. Tschüss.